Wer nach Wien kommt, muss das Träumen beginnen. Herzlich willkommen beim Traumtalk der BZ Wiener Bezirkszeitung. Begrüßen möchte ich auch Michael Schottenberg. Hallo Schotti. Servus Netto, servus. Kannst du vielleicht kurz dein Buch lesen, unterbrechen und mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Aha. Hast du Zeit? Ja, sind wir dafür da. Ich glaube, die Position passt schon. Es geht auch ums Träumen. Jeder, der einiges erreicht hat in seinem Leben, der hat natürlich auch als Kind bereits möglicherweise schon die Sachen geträumt. Was hast denn du so geträumt früher? Ich habe eigentlich geträumt von Horizonten, vom Meer, von Seefahren, von diesen Dingen. Dinge, über die mein Vater schon gestolpert ist in seinem Leben, es aber eigentlich nicht gemacht hat. Und ich wollte immer zur See fahren, mit einem Frachtschiff, nicht mit einem Passagierschiff, das war mir zu langweilig. Aber mit einem Frachter wollte ich immer einfach von A nach B fahren und was zu tun haben. Und das habe ich mir jetzt endlich gegönnt und ermöglicht, weil, wirst du fragen, warum jetzt erst? Und ich würde dir jetzt sagen, weil man dazu für Zeit braucht. Ich habe diese Zeit nie gehabt. Man weiß nicht, wann man wegfährt, man weiß nicht, wann man ankommt. Das hängt vom Löschen und Laden der Fracht ab. Und jetzt habe ich das gemacht. Ich war 3 Wochen auf der Nord- und Ostsee unterwegs und habe ein Buch darüber geschrieben. Ein Traum, jetzt auch in letzter Zeit gerade verwirklicht worden, war Dancing Stars. Wie zufrieden bist du mit deiner Performance? Also es war so, das muss man differenziert betrachten. Ich habe nie in meinem Leben getanzt. Ich weiß nicht, wie oft du schon, du bist wahrscheinlich der größere Tänzer als ich. Mit der Rosi habe ich getanzt ein paar Mal. Mit der Rosi hast du getanzt, ja. Die ist ja die Spezialistin für schwierige Fälle, sagen wir so. Hätte zu dir auch passt. Du, pass einmal auf, du weißt nicht, mit wem du sprichst. Du hast das wahrscheinlich schon verdrängt. Ich bin 2. geworden, hallo. Weißt du, wie man das buchstabiert? Z-W-E-I-T-E-R. Der erste Verlierer. Ja. Silbermedaille. Also, pass einmal auf. Das war so. Ich habe nie getanzt in meinem Leben. Und ich hatte ein Ziel, ich möchte die erste Runde überstehen, klar, das will jeder. Eindrucksvoll gelungen. Und dann war es eigentlich schon alles eine Zugabe. Und ich glaube aber zutiefst, dass wenn man sich was vornimmt, wenn man es wirklich will, wenn man es auch tut, konsequent, mit aller zur Verfügung stehenden Kraft und Inspiration und auch Fantasie, dann kann man tatsächlich unmögliche Träume wahrmachen. Glaube ich wirklich. Und zwar in jedem Alter. Es funktioniert. Und das war so ein Ziel, das für mich eigentlich unerreichbar schien und das ich mir erarbeitet habe und das mir immer mehr Spaß gemacht hat. Je weiter ich gekommen bin, desto mehr dachte ich, hallo, ich kann alles, ich kann es. Du musst nur dran glauben, dann funktioniert es. Du hast deinen Körper ein bisschen ramponiert dabei, aber gut, das ist jetzt wieder in Ordnung gebracht worden. Wie sehr hat dir das in deiner Bekanntheit geholfen? Wie geht es dir, wenn du jetzt durch Wien oder am Karmelitermarkt oder wo immer durchgehst? Wirst du wirklich angesprochen, aufgehalten? Ja, von Kindern wie von älteren Herrschaften. Der Mittelbau ist mir ein bisschen abhanden gekommen, aber das ist tatsächlich erstaunlich. Diese Sendung, obwohl niemand zugibt, dass er sie sieht, sieht jeder in Wahrheit. Das ist eine der meistgesehensten Sendungen überhaupt und ich weiß auch warum, weil sie Geschichten erzählt. Die Sendung erzählt Geschichten und zwar unglaubliche Geschichten, Erfolgsgeschichten oder Geschichten von Peinlichkeit, von Versagen. Du bist live dabei, wo Menschen bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gehen, manchmal darüber hinaus, manchmal bleiben sie weit dahinter zurück und das hat alles einen großen Unterhaltungswert. Und du kannst dich identifizieren mit dem größten Idioten oder mit einem, der es plötzlich kann. Warum? Ich weiß es selbst nicht, warum ich das konnte. Ich könnte jetzt nicht einen einzigen Tanzschritt mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber es war eine Ausnahmesituation. Ich habe das geschafft und ich fand das toll. Ich bin eigentlich 2,80 Meter gesprungen aus dem Stand. Also wenn du mir das jetzt abforderst, ich könnte es nicht Ich hoffe, mehr. Du kannst dann nur aufstehen, wenn wir fertig sind. Ja, da, ne? Soll ich? Warten, wir sind noch nicht fertig. zum Träumen gehört auch irgendwie der Schlaf. Hast du irgendwelche Einschlafgewohnheiten, Rituale oder irgend sowas? Oder schlafst du? Ich schlafe prächtig ein.
ich wache nur auch wieder sehr gut auf. Ich bin ja noch nicht so alt. Ich meine, das habe ich ja noch vor mir alles, glaube ich. Das kommt nur, ja. Ich bin noch bei den Träumen. Ich wache dann wieder auf und ich lese stundenlang in der Nacht und ich finde das wunderbar. Während der Dancing Stars Zeit gebe ich zu, dass ich Choreografien im Geiste gemacht habe und schlecht geschlafen habe oder kaum geschlafen habe. Nach Kostümen gesucht, glaube ich, auch beim Finale noch, ne? Ja, sogar nach Schritten. Aber gut. Nach Schnitten und dem verlorenen Rhythmus. Als Theatermensch, wie ich dich bezeichnen darf, glaube ich, wie würdest du diese Couch in Szene setzen? Sagst du uns ein paar Sachen, wie du eventuell das machen würdest bei uns? Die Couch in Szene setzen. Wir sind da jetzt in der Heimat vom SK Rapid im Allianz Stadion. Welche Träume hast du, wenn du da herinnen dich befindest? Von was träumst du? Vom Siegen, vom Meistertitel, vom Europapokal, von was auch immer? Einmal da auf dem Rasen stehen und ins Tor treffen. Das wär's. Aber davon träumt wahrscheinlich ja jeder von uns Burschen, die wir diesen Verein lieben. Und ich liebe ihn seit meiner frühesten Kindheit. Mein Vater hat mich immer auf die Pfarrwiese mitgenommen. Da hast du noch nicht gelebt. Die alte Heimat von Rapid. Ja, die alte Heimat von Rapid. Vor dem Hanapi-Stadion, aber das war ja eigentlich eher auch da. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Frag mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Man liebt, oder? Man weiß nicht, warum man liebt, man liebt. Man verliebt sich in einen Baum, in einer Grashalm, in irgendwas, in ein kleines Ding, das man irgendwo sieht und unbedingt haben muss. Wie äußert sich diese Liebe bei dir? Das heißt, du bist jedes Spiel da dabei? Oder? Jährlich Mitgliedsbeitrag zahle und am Montag tief deprimiert in die Zeitung schaue, was die wieder für einen Topfen zusammengespielt haben. Aber ich das liebe sie trotzdem. Passiert dir da mit Schal bewaffnet da auf der Tribüne ja, sitzen? Ja, natürlich, klar. Ja. Und mit Fiebern? Ja. Mit Fiebern und nach 10 Minuten sehen, oje, das geht sich heute wieder nicht aus. Warum sind die so gut, nämlich die anderen? Aber ich verstehe es nicht, weil es sind so tolle Spieler und es sind so leiwand, wirklich gute Leute. Ich weiß nicht, was im Moment, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Experte, aber es ist mir auch vollkommen. Aber du hast da ja Erfolge wahrscheinlich da herinnen schon erlebt oder im Vorgängerstadion. Wo warst du da dabei? Was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Da haben wir irgendwelche Kiefer geschlagen oder keine Ahnung, Brügge. Ich weiß es nicht. Ich vergiss das auch immer. Ich bin ja, das Problem ist mein großer Freund Didi Schmäler. Das ist ein Riesenbaummann. Der weiß kennst den? Der weiß jede Mannschaft aus jeder Generation, die gegen irgendwelche Leute gewonnen haben, weiß er schon. Da hinten, da vorne der Pierre Ricard und hinten der, was weiß ich, der Glechner und der, keine Ahnung. Du hast halt andere Stärken wahrscheinlich, die er nicht hat dafür. Ja, ne? Ich kann tanzen, das kann er nicht. Ja, er ist früher ausgeschieden als du, ja? Du bist also richtig ein Traumverwirklicher. Das heißt, du passt wirklich gut in unser Format ein. Du hast ja schon wieder einen Traum, den du jetzt gerade verwirklichst, nämlich den Traum vom eigenen Haus. Ja, das weißt du, ja, das stimmt. Ja, hallo, ich bin informiert über die. Auf was freust du dich am meisten schon, dann, wenn es soweit ist? Ich sag dir, auf was mich am meisten freue, aufs Garteln. Das liebe ich. Ich habe einen grünen Daumen. Ich liebe das, so irgendwas einzusetzen, wurscht was, und es blüht und tut und dann schnipselt man umeinander und dann kommt da was raus. Also ich liebe das. Grün-weißen Daumen ja, in dem Sinn. Ne? Welche Träume hast du noch in deinem Leben, die du jetzt noch umsetzen möchtest? Was ist das nächste Projekt? Das nächste Projekt ist ein Kinderbuch, was eigentlich aus 2 Teilen besteht. Der erste Teil kommt im Oktober dieses Jahres. Ich habe heute die letzte Geschichte geschrieben, übrigens, von einem Rehkitz, das geboren wird ohne Pünktchen. Stell dir das einmal vor. Naja. Und es fragt seine Mama, wieso es keine Pünktchen hat, weil die Falter und die Nachtfalter alle lachen. Und die Mama sagt, ja, mein Gott, das ist so. Manchmal ist zeigt der Himmel auch nicht sein Sternenkleid. Du bist halt was Besonderes. Und da, wo es hinkommt, lachen die Tiere es aus. Pünktchen hat jeder. Naja. Und dann, und es wird immer von den Schmetterlingen, von den bösen Zitronenfaltern verlacht. Das ist ein Rapid-Reh.
Rapi 3. Rapi hat auch keine Punkte. Ja, nein. wir sind schon ziemlich weit. Wien ist ja auch die lebenswerteste Stadt, immer wieder in den Tests. Welche Träume hast du jetzt für deinen Wohnort jetzt noch, der, glaube ich, im zweiten ist? Was wünschst du dir dorthin? Und was träumst du dort, dass es so lebenswert bleibt oder noch lebenswerter wird? Eigentlich, dass es nicht verbobot. Also ich war im Neubau und habe dort lange gelebt. Und es wurde, ehrlich gesagt, mit der Zeit ein bisschen steril und ein bisschen sehr ausgelutscht. Und davor habe ich ein bisschen Angst im Zweiten, dass die Ursprünglichkeit weggeht. Die kleinen Geschäfte, der kleine Schuster, die kleine Putzerei, der Flicker, der Quantflicker, unser kleiner Schlüsseldienst, alles so improvisiert. Und irgendwie, man weiß nie genau, wann die aufsperren, wann die da sind. Man geht halt hin und plötzlich hat er wieder offen und lässt sich das um ein paar Euro halt flicken, einen Knopf annähen. Wenn das weg ist, dann verliert der Bezirk seine Identität, fürchte ich. Und dann geht es ihm so wie halt diesen schicken Innenstadtbezirken. Davor habe ich Angst, aber es wird nicht dazu kommen, weil ich früher weggehe leider. Schatti, sag einmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, sich da bei mir auf die Couch zu legen. Ich hoffe, es war halbwegs angenehm. Ja, natürlich. Super gut. Wünsche dir, in dieser Atmosphäre, hey, dass du noch viele Träume verwirklichst. Danke. Und sag danke für das nette Gespräch. Dankeschön, Netto. Das war sehr lieb von dir. Danke.